Moin moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir stehen hier an einem Waldstück. Chris ist schon vorgegangen und aus dem Waldstück raus blitzt uns quasi so ein ganz komisches Dach an. Also das scheint ein Lost Place zu sein. Und ich würde sagen, wir erkunden das mal gemeinsam. Viel Spaß mit dem Video. Hier mal ganz kurz eine Übersicht von dem Gebäude. Das ist alles, was wir an Informationen haben. Scheint nicht gerade klein zu sein und hat irgendwie zwei große Löcher im Dach. Aber irgendwie komisch quadratisch abgesetzt. Abgesehen davon kann man natürlich auch noch mal anmerken, es regnet in Strömen und meine Ausrüstung ist leider nur bedingt wasserdicht. Vor allen Dingen der Gimbal ist es nicht und insofern wir draußen sind, wird es leider verwackelte Aufnahmen geben. Es geht leider nicht anders. Und los geht es. Zunächst einmal noch eine Straße entlang. Hier scheint die Auffahrt zu sein. Oder eine Auffahrt zu sein in Richtung des Ortes, wo wir hinwollen. Aber seht ihr das auch? Hier ist Ewigkeiten niemand mehr reingefahren. Was ist denn das? Die Auffahrt verjüngt sich zu einem Trampelpfad. Und nicht nur das. Das ist hier zugewuchert. Alles voller Dornen. Na, das kann ja was werden. Bei diesem Hobby, Schlingpflanze, muss man einiges in Kauf nehmen. Was schlechte Wegstrecke angeht. Seht ihr das? Man könnte meinen, der Schöpfer hat dieses Gewächs nur erfunden, um uns Urwächser zu ärgern. Leute, ich kann euch sagen, es riecht hier irgendwie schon nach Ranz. Der typische Geruch von vermoderndem Holz. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Also, nun stehen wir anscheinend vor dem Gebäude. Ich mach mal Licht. Was ist das? Groß ist es in jedem Fall. Also das muss auf jeden Fall irgendwas Industrielles sein. Diese Fenster seitlich zum Aufschieben erinnern mich spontan an irgendwas in Sachen Reifeisen oder sowas. Und hier scheinen mehrere Wagen zu stehen. Also was heißt Wagen? Ein Wagen steht hier, ein anderer sozusagen in Teilen. Und wenn man sich den Reifen gleich mal anschaut, der komplett platt ist, das muss hier schon eine ganze Zeit so stehen. Ja, vor allem, wenn man sich diesen Rost hier anschaut. Davon abgesehen sind wir hier jetzt wohl unter so einer Überdachung. Vom industriellen Charme her, hätte ich jetzt fast gesagt, könnte das hier eine Anlieferung sein, weil hier auch noch weitere von diesen Schiebetüren sind, die hier auch noch mit so einer Leiter ausgestattet sind, zum Hochklettern. Jetzt stellt sich natürlich primär die Frage, was das jetzt hier für ein Gebäude ist. Ich schaue jetzt hier sozusagen in den Keller, wenn man so möchte. Sind ganz viel Ziegel oder sowas. Also Dachziegel. Und irgendein Sack. Kalk lese ich da. Hier in der Ecke des Hauses oder der Fabrik, vielmehr, geht es auch noch mal rein. Und das auch noch ein ganzes Stückchen tiefer. Das ist irgendwie so ein halber Keller. Hier nicht mit Ziegeln, sondern mit einer Gasflasche. Und Betonresten. Zerbröselter Beton. Naja, gehen wir mal ein Stückchen weiter. An diesem Wagen vorbei. Hier sind alte Balken. Etwas, was aussieht wie eine Palette. Und relativ neu wirkende Kabelummantelungen. Was kann man denn davon halten?
Ich meine, ich gucke hier gerade auf dieses Paketband, wie man das nennt. Das Ding ist noch mit so einem Barcode versehen. Also wenn man sagen möchte, neuwertig, also unbenutzt. Ist einfach hier abgelegt worden. Also, wie ist das Ding denn hier auf dieses Gelände raufgekommen? Mit der Zufahrt? Also das ist wirklich ganz seltsam. So, und hier ist der Eingang in die Fabrik. Chris ist auch da. Wow. Also man kann alles sagen, was man will. Aber klein ist dieser Ort jedenfalls nicht. Also für alle Freunde von alter industrieller Technik oder so ähnlich wird das hier noch sehr interessant werden. Vorher möchte ich aber noch mal hier weiterschauen. Am Eingang oder Anlieferung. Hier ist irgend so ein Gerät mit da oben so einem Auslass. Ist das so ein Häcksler oder sowas? Ja, scheint so. Ist das hier nicht so ein Mähwerk oder sowas? Ihr wisst, ich bin voll ausgebildeter und umfassend informierter Landmaschinenexperte. Ich kann das euch demnach auch nicht wirklich beantworten. Aber es scheint irgendwas Landwirtschaftliches zu sein. Tja, auch hier, keine Ahnung. Interessant auf jeden Fall, das hier zu sehen. Fraglich natürlich umso mehr, warum das hier abgestellt ist. Weil ich mir denken kann, dass diese Maschinen nicht unbedingt günstig sind. Und hier wird es ja wirklich schon fast historisch. Damit hätte ich jetzt ja nun wirklich nicht gerechnet. Also ich frage mich natürlich jetzt, aus welcher Zeit das stammt. Sieht sehr alt aus. Verrostet natürlich, brauche ich nicht sagen. Und irgendwie habe ich da auch jetzt gerade nicht so den großen Kopf für. Denn das, was mir jetzt gerade jetzt hier, was mir gerade Sorgen bereitet, ist natürlich diese, wie immer, die Bausubstanz. Der ganze Teil hier ist irgendwie aus Holz und eingestürzt. Boah, auch hier. Das sind, Leute, das sind Eisenträger, die durchgerostet sind. Eieieiei. Leute, ich weise hier immer auf Gefahren hin bei Lost Places. Und natürlich vor allen Dingen bei so alten und, wie ich so schön sagen würde, ranzigen Gebäuden. Ich bin jetzt extra nicht gleich reingegangen, sondern wollte nochmal wirklich auch schauen, was das Gebäude an sich so angeht. Und wenn man sowas natürlich sieht, ist man natürlich vorgewarnt und geht gleich ganz anders an die Sache ran. Trotzdem, ich würde sagen, wir gehen jetzt rein. So, nun kann ich euch das hier zeigen. Und ich glaube, wir hatten vorhin was mit Kalk gelesen. Das könnte stimmen. Also es gäbe hier anscheinend so ein Transportsystem, was man für Getreide kennt. Aber wenn man da in diese Luke reinguckt, sieht man eigentlich nur noch Staub, der auch eigentlich hier überall drauf ist. Also insofern, das wird wohl ein Kalkwerk gewesen sein. So, und die bange Frage geht natürlich jetzt nochmal hier an die Bausubstanz, ob einem irgendwas auf den Kopf fallen könnte. Und das ist nicht unbedingt unwahrscheinlich, würde ich sagen. Nicht schön. Schön, aber ich glaube, hier können wir es wagen und ich kann euch das hier mal noch ein bisschen aus der Nähe zeigen. Also, was das hier natürlich genau ist, kann ich nicht wissen, sondern nur vermuten. Ich bin niemand, der so weit in der Materie drin steckt oder in einem Werk gearbeitet hätte, aber ich würde sagen, hier ist irgendwas angetrieben worden von diesem Riemen, der nach oben weitergehend. Ach Leute, schaut mal da oben. Da oben ist eine ganze Kraftradverteilung. Nennt man das Kraftrad? Das Ganze hier nochmal gesichert durch irgendeine Rolle. Ich weiß das korrekte Wort dafür nicht, aber ihr wisst, denke ich mal, was ich meine. Und das Ganze hat sich dann da oben irgendwie technisch weiter fortgesetzt. Also ich würde natürlich liebend gerne da hochsteigen und euch das aus der Nähe zeigen. Aber, naja, ich denke mal, das fällt aus, oder? Ich meine, guckt euch das hier an. Überall ist hier der Beton weggebrochen und runtergebröselt. Und das auch direkt hier an der Stelle, wo ich euch das hier gerade zeige. Hä? Was ist denn das für eine Tür? Ich lese da Termine 2007. Ich würde sagen, das schauen wir uns dann gleich mal als nächstes an.
Vorbei geht es aber hier nochmal. Das kann ich euch zeigen. Ja, nochmal an so einem landwirtschaftlichen Gerät. Ich glaube, es ist ein Heuwender oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Hä? Was ist denn das? Leute, das ist aber wirklich eine Überraschung. Ich glaube, dieses Gebäude hatte mal eine Zeit lang eine gewisse Nachnutzung, oder? Das scheint irgendein Probe- oder Bandraum zu sein. Das ist ja witzig. Guckt euch mal die Decke an. Mit so einer Folie ausgekleidet, ein paar farbliche Strahle oder Scheinwerfer an der Decke. Und eine prassende Bühne. Eine mini kleine Bühne. Also, was kann man dazu sagen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es dafür keine offizielle vollumfängliche Genehmigung gab. Aber als Nachnutzung für diesen Ort, der, wenn man das Transmissionssystem und sich den ganzen Bauzustand vor Augen hält, schon sehr lange verlassen sein muss. Naja, ich finde das okay. Ist doch nett, oder? Ich meine, irgendwas aufzubauen ist auf jeden Fall löblicher, als irgendwas nur blind zu zerstören. Oh. Was haben wir hier? Intro, Strophe 2, AE, FIS. Ah, das hat irgendwas mit Noten zu tun. Oder einem Stück. Strophe 2, mit irgendeinem Stück bestimmt. Jetzt bin ich doch aber mal neugierig. Da steht more, 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 more. Oh yeah, little baby, she want more. Darüber, ich denke, das sind Gitarrengriffe oder sowas. Mit E, A, D, B und sowas. Hier haben wir weitere Gitarrengriffe. Ja, stimmt, steht sogar da oben drauf. Guitartabs.cc. Irgendein Ausdruck von irgendeinem Stück. Und ausgedruckt wurde es 2005. Schöne Sache. Wirklich schöne Sache. Aber ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal die Fabrik weiter an, oder? Deswegen sind wir ja eigentlich hergekommen. Da vorne wartet Chris auf uns. Wir sind quasi jetzt am Ende von diesem Durchgang, wo wir zu Anfang rein sind. Und also, ich habe auch hier große Sorgen. Große Sorgen, hier irgendwie weiterzugehen. Der ganze Teil hier hinten ist eingestürzt. Ich meine, schaut es euch an. Das spricht doch wohl leider für sich. Da ist teilweise Beton rausgebröckelt. Die Stahlbewehrung liegt offen. Und das hier ist auch bemerkenswert. Guckt mal, da hat sich ein Baum ernsthaft an dem Mauerwerk ausgepflanzt. Steht da seit Jahren, ist hochgewachsen. Und irgendwann hat dann wohl diese Wellblechdecke nachgegeben. Und ihn da oben so zurückgelassen mit offenen Wurzeln. Tja, nun denn, da der Teil rausfällt, bleibt jetzt eigentlich nur noch dieser Teil des Gebäudes. Also quasi da, wo wir als erstes ja diese Fenster, diese aufschiebbaren Fenster gesehen haben. Ach, guckt mal, ich kann euch doch noch was zeigen. Ich dachte, das wäre jetzt hier so ein leerer Raum oder ein bisschen Gerümpel. Aber tatsächlich stehen hier noch ein paar Silos. Hier unten, das scheint entweder der Ausgangspunkt oder der Anfangspunkt von so einem Transportsystem hier zu sein oder von dem Transportsystem. Hier oben sind auch irgendwelche Räder nochmal. Da wieder diese Dinger zum Transportieren. Ich kenne die Namen nicht. Also ich nenne sie jetzt einfach mal Dinger. Und dann kann ich euch hier so ein kleines Silo zeigen. Wirklich kleines. Das Ding hier ist schon etwas größer. Wobei ich jetzt nicht sicher bin, ob es ein Silo ist oder ob es irgendeine Verarbeitungsgeschichte ist, weil es sich halt von der klassischen Form, wie man sie vielleicht im Kopf hat, sich dann noch relativ groß unterscheidet, wenn man sich mal hier so den Unterschied anschaut. Eigenartig sind hier auf jeden Fall diese Haufen, die ich nicht wirklich zuordnen kann. Es sind teilweise irgendwelche Gestelle
von Schränken oder Regalen oder Tischen oder was auch immer. Dann haben wir hier ja, Böcke und irgendwie, ja, das ist ja irgendwie irgendeine Maschine, eine verrostete. Wobei ich die jetzt hier nicht unbedingt mit einem Kalkwerk in Verbindung bringen würde. Ich glaube, das Ganze hier ist ein ziemlich bunter Mix aus alten Sachen, die aus der langen, lang herliegenden Zeit des Betriebs dieses Werks ist. Dann, wie zum Beispiel hier, irgendwas für diese Bands, ein Lautsprecherkörper oder wie man das nennt. Und ansonsten irgendwas, was noch zusätzlich herangeschafft wurde, vielleicht um diese Bühne und sowas zu bauen. Okay, Leute, wir sind am Ende angekommen. Kleine Erkundung. Der Rest ist leider so einsturzgefährdet, dass ich das nicht riskieren möchte. Und ich zeige euch hier auch gleich nochmal die nächste Gefahr. Unter so ein Brett, was auch schon halb angefault ist, geht es dann halt in den Keller, den wir zu Anfang schon gesehen haben. Ja, also auch der Boden ist wirklich gefährlich. Man muss wirklich genau gucken, wo man hintritt. Und damit hoffe ich, hat euch dieses kleine Video gefallen. Erkundung bei Nacht von etwas, was wir einfach nur auf einer Karte gesehen haben, wo wir nicht wissen, was es ist, wo wir uns nicht vorher informiert haben. Spannend war es. Gefährlich auch ein bisschen. Spannend. Und es gab auch etwas zu sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.